Was ist denn da los? Und Edgar Rihanna, ein einziger. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Craft the Geld mit mir, Basti GHG. Wir befinden uns bei einer weiteren Episode, auf die ich mich sehr, sehr freue, denn wir werden uns heute darum kümmern, weiter an unserer Schatzkammer zu arbeiten. Ich habe so einiges heute natürlich mal wieder vor. Und ich habe mir auch ein paar Sachen sagen lassen. Es sind wohl Sachen passiert. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert den Kanal und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß mit dieser Folge haben. Veto? Jo, was geht ab, König? Was geht bei dir ab? Ich baue die Schatzkammer weiter aus. Preister hat gemeint, die Wände müssen noch ein bisschen breiter gemacht werden. Ja, heute geht es darum, die Schatzkammer muss noch größer gemacht werden. Da bin ich gerade dabei. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Mir gefällt es. GHG-Status, GHG-Nachricht, arbeiten für mich, während Palle Paluten auf dem Server ist. Und während ich offline bin. Bist du nicht mehr live? Nee. Oh, ich muss ganz kurz meinen Tee aufgießen. Sag nochmal was. Tee. Okay, Veto, was ging sonst so ab? Was habe ich verpasst heute? Ich bin ein bisschen später auf den Server gekommen, weil also an die YouTube-Zuschauer, ich habe nämlich noch gerade ein bisschen Minecraft mit meinem guten Kumpel Papa Platte gespielt und da ein bisschen Geld verdient. Was habe ich heute verpasst? Irgendwie hatte heute jeder einen Off-Day. Also Marcel, der ist gar nicht erst da gewesen. Feister, der ist jetzt zum Rin-Konzert gefahren. Ja, ansonsten ein bisschen Edgar, ja, ein bisschen Fluss verlegt, aber boah, es war nicht so viel los heute. Was geht bei Paluten? Warum bist du nicht da? Nee, da also genau dort habe ich den Fluss verlegt. Die edgarianischen Spiele müssen vorbereitet werden. Oh, was heißt das? Was ist das? Das ist ja so ein kleines Tournament auf Olympia angelehnt. Wir überlegen uns da ein paar Spiele, zum Beispiel Schweinereiten oder Schweineweitwurf oder Schweineangeln. Alles, was halt mit Schwein zu tun hat. Cool. Und sag mal, du warst ja heute das ein oder andere Mal am Ei. Am Ei? Am Drachenei. Nee. Also ich bin ein bisschen drumherum geflogen, aber nicht explizit am Ei dran. Die Wardens heißen auch noch alle so, wie sie vorher hießen, oder? Muss ich mir mal kurz anschauen. Und? Drachenei, welcher GRG? Sehr gut. Alle vier. Ach übrigens, was für einen Tee hast du dir gemacht? Blaubeere. Also ich habe mir so eine ganz große Kanne und da habe ich alles ready. Also was hältst du von Schwarztee? Auch geil, mag ich auch. Ich mag eigentlich alle Teesorten. Ich mag Hagebutte nicht. Hagebutte? Ja, kennst du nicht? Das gab es bei uns im Kindergarten immer. Ich habe es gehasst. Oh, true. Nee, bei uns war das irgendwie so, irgend so ein Ehrentee. Ich sag dir ehrlich, ich habe gerade eine sehr, sehr erfreuliche Whisper-Nachricht bekommen. Veto, ich komme gleich nochmal vorbei. Ich muss jetzt mal was machen. Hey, wir sehen uns gleich wieder. Alles klar. Oh ja, jetzt wird Geld verdient. Das passt perfekt dazu, dass wir jetzt unsere Schatzkammer... Ich hätte die 3000 Diamanten. Wollen wir den Austausch machen? Sehr gern. G-Time hat 1000 Schalker-Kisten gekauft, oder? Das war der Deal. Es ist jetzt schon eine Weile her. Ich muss mal ganz kurz nachrechnen. 1000 Stück, ne? Warte mal, wie viele Kisten habe ich denn? Auch zu wenig. Okay, Kisten ist kein Problem. Da haben wir einen Holzshop. Sehr, sehr gut. Es startet sehr gut in diese Folge rein. Ach so, ja doch. 1000 Kisten reichen, ja. 1000 Kisten reichen. 1000 Kisten reicht. Ich brauche natürlich nur zwei davon. Das heißt, wir gehen ganz kurz an die Schalker-Farm, an der hoffentlich noch ein bisschen was ist. Holen uns da nochmal die restlichen Schalker und dann werden wir uns dorthin begeben. An Leute, die jetzt, by the way, auch fragen, was G-Time jetzt damit vorhat, er wird sich ein... Lol, das sieht aus wie meine Brutalismus-Base. Das sind... Oh mein Gott, wie cool. Das ist von Orotox, ne? Das sind die Base... Das sind Base-Designs aus den gesamten letzten Craft-Attacks. Da ist Stegis... Craftech 10 Base, wir haben mein Craftech 8 Base, die Kaktus Farm von Trimax, Heikos Design von Craftech 9. Lol, ist das cool. Der riesige Eisengolem, das ist eine richtig geile Idee, ich habe das noch nicht vorher gesehen. Genau, und G-Time hat vor, mit den Schalkern halt sein Lager zu bauen, ne? Okay, das sollte, glaube ich, sogar reichen. Damit haben wir... Auf jeden Fall, ja, das jetzt hier nochmal final voll. Perfekt, wir haben 2000. Also 2000 Schalker-Shells und damit insgesamt 1000 Schalker-Kisten. Ja, also das macht sich halt wirklich optimal jetzt gerade, weil wir ja wirklich viele, viele Dias oder generell viele wertvolle Ressourcen noch brauchen für die Schatzkammer. Deswegen kommt mir das sehr, sehr, sehr gelegen. Halle? Poster! Das muss gelogen sein. Basti, das kann nicht echt sein. Ich dottert schon, ne? Basti, du hast scheinbar deine Leute nicht im Griff. Was ist los? Was ist hier los? Veto, scheinbar, wenn ich hier reingucke, ein GHGler, hat für eine 10er Subbomb den heiligen Edgar mit einem Zuschauernamen versehen.
Er hat ihn also entweiht. Den heiligen Edgar. Ich vergleiche es ungefähr so, als wenn jemand dein Ei entweihen würde. Ein Skandal. Ich habe zum Beispiel Crocodile Andy auch nochmal hingerichtet, weil er dein Ei geklaut hat, ohne mein Wissen. Wie wirst du mit Veto verfahren? Veto, ist das die Wahrheit? Das stimmt nicht. Edgar hat ja immer noch den heiligen Edgar-Namen. Veto, ich habe Videobeweise. Zeig mir Edgar jetzt. Edgar hat jetzt wieder seinen Namen. Aber es geht ja darum, zum Beispiel Basti hat ja auch sein Ei wiederbekommen. Aber hat es damit die Tat wieder gut gemacht? Nein. Und gut, wir müssen ganz kurz dazu sagen, dass wir uns das halt brutal zurückerkämpft haben. Also, also wir haben beide getötet. Genau. Und eine Strafe, die den gleichen Umfang hat, fordere ich hier auch. Also ich habe eher das Gefühl, dass, also das ist ja... Ich hab von der Tat jetzt erst gerade erfahren. Und wir haben ja, wie es den Amboss bei euch drüben in Edgaria gibt, gibt es bei uns ja auch eine verbreitete Strafe. Nein, bitte nicht. Veto, wir müssen da definitiv nochmal drüber reden. Wenn es Videobeweise gibt, dann entschuldige ich mich natürlich für das Fallen von Veto. Mhm. Aber Veto, wir wissen beide, dass das halt anscheinend nach einem etwas längeren Bambus klingt leider. Bitte tu mir den Bambus nicht Veto, du musst ihn reinmachen. Es tut mir leid, aber da musst du vorher selber überlegen, was du da machst. Okay, ich gebe es zu, ich habe es getan. Aber ich habe das eingesehen, dass das falsch war. Mhm. Ich habe Edgar zurückbenannt wieder. Mhm. Veto, du bringst uns dann Probleme, ne? Du bringst uns in Probleme als GRG. Aber ich bin jetzt Bambus. Drückt ab, ich hab's getan. Ich würde sagen, das Bambus, das wird auch eine Weile jetzt erstmal drin bleiben. Das tut mir natürlich leid, aber ich werde versuchen, auf jeden Fall den Jungs immer wieder versuchen, auch ein bisschen beizubringen, was man natürlich auf dem Server darf und was nicht. Ja, aber, du bist ja auch ein Vorbild für viele. Auch ich habe natürlich auch deine Taten verfolgt und finde, dass du natürlich deinen Clan hervorragend führst. Und umso enttäuschender war es dann, das mit anzusehen, wie der Guck mal, Palle, er ist jung. Er ist jung und er braucht das Geld, er will umziehen. Ja. Und der muss gucken, wo er bleibt so ein bisschen. Der braucht die 10er Subbomben. Also. Der graue Mann hat recht. Also wir werden in Edgaria natürlich nochmal unser eigenes Urteil fällen. Und dürfen entscheiden, welche Strafe du in Edgaria erwartest, da du ja gerne mal zwischen den Welten wanderst, dass du zum Beispiel vormittags dich eher den Edgarianern widmest und nachmittags dann plötzlich zum GHGler mutierst. In mir schlummern zwei Wölfe. Ich kann die nicht unter Kontrolle halten. Ja. Ist heute nicht off day, Alter? Doch, aber ich habe eine Nachricht bekommen, dass meine zwei Goats hier im Raum stehen. Ich musste, hab PC direkt angeschmissen, ich war gerade wandern, bin dann direkt nach Hause gerannt und hab's gerade noch geschafft. Alter Schwede. Alter, es geht, Männer. Oh, ich muss kurz durchatmen, mach einfach weiter. Können wir ein kurzes Foto machen, Jungs? Kurzes Foto, kann ich mal, ja. Okay, warte. Oh. Ah, danke euch, danke. Oh, das habe ich gebraucht. Das war jetzt echt nochmal ein richtig guter... ich habe nämlich heute eine echt blöde Nachricht bekommen. Ich hatte heute Architektentermin und bis zu 4 Monate verschiebt sich der Einzug. Oh, nee. Also, das sind meine Probleme. Ja, das haut rein. Also, bei mir ist eine Couch immer frei, Palle. Ey, ganz ehrlich, vielleicht werde ich das Angebot irgendwann annehmen, Basti, und dann fordere ich die Couch ein, aber ja, ich darf sowas nicht zu laut sagen, weil hier sind, glaube ich, zwei Kandidaten, die das halt wirklich wahrnehmen. Hat ist ja auch für uns offen. Nein. Warte, war das auch eine Einladung? Ja. Also, ab nach Berlin, Jungs. Pyjama-Party bei Basti. Steht das zu 100% fest oder ist es nur die Gefahr? Nee, also kurzer Real Talk, ist halt das Nadelöhr ist scheinbar aktuell, oh Gott, die Schreinerei, weil halt diverse Möbel angefertigt werden, damit die da perfekt reinpassen und so weiter. Und das ist gerade so das große Problem. Ich weiß nicht, auch mit Trockenbau und so und Parkett, dies, das, Ananas, also das wird... Der Flügel wird auch noch geliefert. Der Flügel, das wäre bei German Let's Play. Also, stimmt. Der ist mehr so der für den Flügel. Ich bin musikalisch leider komplett, untalentiert. Aber durch AI
bringe ich auch bald ein Album raus. Auch Basti habe ich schon auf TikTok singen. Ja, ja, ist das. Basti ist auch eine gute Stimme, ne? Ja, ich danke dir. Ist irgendwie, manchmal ein bisschen robotermäßig und mechanisch, aber ich versuche immer zu ölen. Ja, manchmal kommen da so die Voice Cracks bei dem einen oder anderen Song. das hatte ich auch schon, aber das ist eine gute Sache. Nee, also ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, lieber Marcel. Ja, Patrick? Ich bin erschrocken, ich bin sehr erschrocken. Bin ich von Veto nicht gewohnt. Also ich hätte eigentlich Veto hätte ich also. Das ist nicht mein Veto. Nein, also. Naja. Also das, was baust du hier Feines? Das wird die Schatzkammer. Das Folterkammer für uns. Oh. Was wird das? Eine Schatzkammer. Oh, okay. Ja, ich habe jetzt nämlich gleich auch nochmal ein Kundengespräch. Ich habe nämlich gerade G-Time 1000 Schalker-Kisten verkauft. 1000? 1000 Schalker-Kisten, ja. Da muss ich gleich hin, ich habe einen Termin. War das wirklich 1000? Ja, wirklich 1000. Ich glaube, dass bei mir wurde gesagt, dass Gamers Time der reichste Spieler auf dem ganzen Server ist. Er hat auf jeden Fall jetzt für mich sehr viele Dias gefarmt. Er kauft die mir ab für 3000 Dias. Boah, was? Basti? Gönn ich dir nicht, Basti. Du siehst heute aber windschnittig aus. Ey, ich danke dir. Warst du beim Friseur? Na klar, siehst du doch, guck mal, frisch. Du siehst auch erholt aus. Hattet ihr auch so Dinger in die Nase gesteckt, damit die Haare da so rauskommen? Klar, so? Klar. Hattest du einen kleinen Schall? Ich hab da richtig geschaut. Also, aber ich muss auch sagen, dass das Loch hier, also ist das schönste Loch, was ich gesehen habe. Also, ist auch gut gepflegt. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, es ist ein bisschen wild bewachsen, ne, aber... Ja, die Gerüchte stimmen, ja. Ja, also, aber, ey, also, falls du mal vielleicht auf der Suche bist nach, vielleicht, also, du bist nach einem seltenen Tier oder so, kannst du gerne mal vorbeischauen. Ja, also... Ja, wenn es um seltene Tiere gibt, also wenn ihr wirklich richtig seltene Sachen habt, also wenn ihr mal vielleicht ein blaues Axolotl oder so habt, da wäre ich mal interessiert. Ja. Mann, Veto, wir machen das morgen den ganzen Tag. Okay, ich setz mich ran, war's. Ja, los, bis später, ich hab jetzt Fische zu fangen. Warum ist Joe gerade? Er teleportiert sich. Ja, Mensch, ich muss ja noch mal weiter. Ja, aber schön, mal sich wieder gesehen zu haben, Palle. Ey, auf jeden Fall, Basti, das wird, bist du vielleicht irgendwann dabei bei den Edgarianischen Spielen? Ey, voll gerne, ja. Also, hab schon gehört, da gibt's Schweineweitwurf, Schweineweitspringen und alles mögliche, oder was? Ja, sowas in der Richtung. Also, wir sind da noch so ein bisschen im Finding-Prozess. Und dadurch, dass es ja auch ein internationales Projekt ist, die Edgarianischen Spiele, weil Leute kommen von überall her. Of course, I'm from Sweden. Falls du hier eine Idee vielleicht hast irgendwie, dann kannst du da auch gerne was dir ausdenken. Okay, also es muss mit Schweinen zu tun haben. Nee. Die edgarianischen Spiele sind ja international. Es muss gar nichts mit Schweinen zu tun haben. Okay, verstehe. Also es sind nur Disziplinen, die dann mit Schweinen verbandelt werden, verknüpft, nenn es wie du möchtest. Also falls du hier irgendwie was hast, wie... Wer überlebt länger im Todesloch? Ja, oh, das wäre ein geiles Event, aber das wäre wahrscheinlich nichts für die edgarianischen Spiele. Aber das wäre ja ein geiles Event. Leute. Ich pass auf, dass das Alter bleibt. Weil das Problem ist, wenn ich es zerstöre, dann brennt die Welt. Dann brennt wirklich die Welt. Es geht darum, das Ei in unseren Besitz zu bringen. Ja, vor Basti zu Grabe zu kriechen, um es ihm dann wiederzugeben. Ich könnte Basti austricksen, weißt du? Dann zeig mal deinen Plan, wie du Basti aufs Kreuz legen willst. Nee, das geht noch nicht. Das muss. Jungs, soll ich euch noch was anbieten? Wollt ihr noch irgendwas? Wollt ihr was zu essen, zu trinken, irgendwas haben? Ich will euch jetzt hier nicht in meiner Baustelle hier so stehen lassen, ne? Ach so, hast du hier sowas? Hast du einen Snackbeauftragten hier? Ja klar, ich kann also. Hast du die Kühlschränke mit so Oreos und so? Okay. Oder was gibt's hier gerade für interessante Sachen zu besprechen? Ich wollte euch jetzt natürlich nicht unterbrechen. Er hat mir von seinem Trockenbau erzählt und so, was der Architekt sagt. So, Marcels Vater, der ist auch Schreiner. Da hat er mir halt angeboten, ob er da nicht helfen kann. Ja. Also, ja, richtig. Mein Vater schwitzt ganz stark. Das stimmt gar nicht. Ich habe Schilddrüsenüberfunktion. Du siehst ein bisschen blass aus und deine Augen sind ein bisschen... Also ich bin ein bisschen nervös. Normal. Hast du irgendwas, also... Nein. Ach, Basti. Mensch, HSV. HSV. All the way. Weißt du, was morgen ist? Stadtderby. Ist das Spiel morgen soweit? Morgen ist es. Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Hamburg Derby.
Am Millantor oder? Ich glaube, das ist am Millantor, ja. Es ist, ja, ja. Oh, da brennt die Luft. Das wird schwer. Da brennt die Luft, okay. Ey, Leute, ich muss mich jetzt aber, glaube ich, wirklich verabschieden. Ich muss jetzt. Ja, ich muss abkassieren. Palle hat mich gefreut. Gerne mal wieder. Ich melde mich, falls ich noch zu den edgarianischen Spielen was beitragen kann. Ja, und dann, das wäre super. Ja, hast du dich auch über mich gefreut? Klar. Okay, ja. Dann alles ja gut. Jungs, ich wünsche euch was, man hört sich. Ja, ich dir auch. So, moin. Moin, moin. Na, wie geht's, wie steht's? Gut, und selber? Ey, also ich freue mich auf diese, also ich habe mich sehr gefreut. Wie fühlt man sich als reichster Mann in Craft Attack? Also, ey, ich weiß ja nicht, ob das bestätigt ist, aber es kommt auf jeden Fall einiges aufs Konto, glaube ich, ja. ich hätte, wenn es okay ist für dich, ich stelle sie dir meinetwegen auch alle vor die Base, aber ich hätte sie dir jetzt in Schalker Shells und Kisten gegeben, wenn es okay ist für dich. Ja, das ist vollkommen in Ordnung so. Ich hab nämlich schon genügend in der Base stehen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Du machst ein riesiges Schalker Lagersystem, ne? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Warte, ich mache es ein bisschen schön in die Doppelkiste, weil es passt leider nicht alles in... Es passt halt nicht alles in eine Schalker. Wobei, ich kann die eigentlich auch... Warte mal, ich muss mal genau nochmal abzählen. 2000 Shells bekommst du durch 64. Das sind all diese hier. 31. Einmal so, das sind 27 Stacks. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr. Du kriegst mal 32 Stacks von mir. Das heißt nochmal 5 Stacks obendrauf. Also einmal das. Das sind 2000 Schalker Shells, wenn ich, also über 2000 Schalker Shells, wenn ich richtig liege. Und 1000 durch 64 haben wir 15 Stacks. Ich gebe dir 16 Stacks Kisten. Das sind 9. Das sind 7. Kriegst du nochmal das oben drauf. Und du kannst auch sehr gerne die beiden grauen Schalker zum Transport dann nehmen. Da kannst du alles reinmachen. Das sollte, ich zähle gerne nochmal nach, aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sollte das auf jeden Fall über 1000 Schalkerkisten sein. 2049 passt. Ja, perfekt. Machen wir so. Vielen Dank. Ja, also ja, ich guck erstmal hier rein. Ich hab dir hier die Diamanten reingepackt. Oh ja, also, warte, ich muss kurz nachrichten. Ich glaube, ich muss einfach die Zeit überbrücken, bis mein Chat das ausrechnet. Das ja, kein Problem. Aber ich glaube, das sollte hinkommen. Ich habe noch 2 Blöcke als Dankeschön für die Kisten hinzugepackt. Ey, das ist sehr lieb von dir. Du hast auch meine Kiste, die ich dir noch hingestellt hatte nach deinem ersten Einkauf, als du meinen Shop leer gemacht hast. Die hast du auch nochmal. Ja, vielen, vielen Dank. Ey, super gerne. Ja, das sollte passen. Ich danke dir vielmals. Das ist ein sehr gutes Geschäft. Freut mich. Ja, wenn ich nochmal 1000 Schalker-Chests brauche, melde ich mich. Ey, also du kannst so viele kaufen, wie du möchtest. Ich verkaufe dir 2000, 3000, wie viel auch immer du möchtest. Ja, da muss ich erstmal mit meinen Zuschauern ausmachen, ob die Lust haben, sich das nochmal anzugucken. Ja, du warst viel unterwegs wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe 150.000 Deep Slate auf jeden Fall abgebaut. Ja, aber es ist bestimmt auch ein bisschen beruhigend. Es ist ein gutes Hobby. Nee, sehr, sehr schön. Ich danke dir vielmals. Alles klar, kein Problem. Dann ganz viel Spaß mit der Ware und man hört und sieht sich. Alles klar, danke, tschüss. Jo, mach's gut. Juhu, wir sind noch reicher. Ist das geil, ist das schön. Das gefällt mir doch sehr. Es tut mir leid, aber Vito, was hast du denn da gemacht? Dachtest du, dass du, Mann, du kannst doch nicht einfach auf Edgar umbenennen. Ja, ich habe meinen Fehler ja eingesehen. Ich habe es auch direkt dann wieder geändert. Du merkst es nicht auf. Vito, ich kann dich doch voll leiden und du gehörst dazu, aber ey, du bringst mich in Probleme mit so einen Sachen. Ja, ich werde es in Zukunft unterlassen. Ich setze meinen Bambus ab und dann werde ich draus lernen. Ja, da sind wir nochmal gut weggekommen. Ansonsten hättest du eventuell, also ne, da hätte noch eine schlimmere Strafe passieren können. Ich habe dich, glaube ich, noch vorm Amboss bewahrt. Ja, ich glaube, ich bekomme noch eine. Oh. Naja, wie tief soll es noch werden hier? Ja, ist eine gute Frage, wie groß das ist. Also wir haben auch noch TNT. Wir könnten noch ein paar gezielte geile Sprengungen machen. Oh, ich habe ja auch noch ein bisschen. Komm, bis mal mit meinen Zünden. Ja, also... Guck mal, das wird ja eine Schatzkammer. Was denkst du denn? Ich würde jetzt fast noch sogar ein bisschen in die Länge gehen nach hinten, ne? Ja, das hatte ich halt auch gedacht. So ein bisschen länglich das Ganze gestalten. Ja, eher länglich. Also es soll eigentlich kein Quadrat so richtig werden. Aber die beiden Seiten müssen halt schon symmetrisch bleiben. Also so weit, wie du jetzt gemacht hast, müssen wir auf der anderen linken Seite auch noch unbedingt. Ja, easy. Das sind 5 nochmal rein. Genau, also da, wo du eh schon gemacht hast. Also da bis dahin und hier muss noch das Dirt weg. Eigentlich. Sehr gut, dann haben wir die Wandseite jetzt auch durch und jetzt kommt TNT. TNT.
Also ich bin verwirrt. Was, wie weit musst du das jetzt nochmal gehen? Muss oben weg? Also das. Naja, du standst bei 32, dann bis 53. Ja, okay, ich sehe dann ordentlich was oben. Ich weiß noch nicht so ganz, aus welchen Blöcken ich jetzt hier eigentlich das ganze Ding verkleiden möchte. Das muss ja irgendwie zum Loch passen. Was ist es? Ja, also ich glaube, dass aber sogar so Blackstone oder so geil aussehen könnte, wenn du dann halt so Tier und Goldblöcke, das sticht halt geil raus. Ja, true. Okay, man kann halt das Brick-Theme wieder aufnehmen von außen. Ja. Blackstone-Bricks. Prismarin? Mhm. Na, könnte man aber. Hey, wo ist denn die gute Laune? Die gute Laune ist da, wir sind aber alle am Ackern. Hey, Basti, ich habe mir gestern das Video angeguckt, ich find's richtig cool. For real? Achso, ja, das stimmt, was ja. Ja, es kam ein bisschen Verspätung, aber war stark, oder? Ja, ich fand's übercool. Ich habe mir ja wirklich unfassbar lange nicht mehr irgendwie so ein Challenge-Video so angeschaut. Ich find's super cool. Ja, war cool, danke. Yeah. Bald wieder. Also, ja. Sonntag kommt das nächste. Ja, das yo, yo, yo. Ja. Yo. Heiko. Yo. Heiko. Ein geil, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ey, Veni wollte dich ganz dringend fragen, ob du aus der Raid Farm Redstone oder so genommen hast. Nein, gar nichts. Keinen einzigen Tropfen. Okay. Wieso? Wurde geklaut? Es wird geklaut und es ist schon sehr viel geklaut. Also, Redstone und Gunpowder halt abverständlich. Oh, ich glaube, ist eine richtige Diebesstaffel dieses Jahr, oder? Ich habe gestern auch Gunpowder. Showcraft braucht Redstone und Gunpowder. Aber Heiko, hast du nicht auch super viel geklaut, habe ich heute gelesen? Irgendwie 30.000 Goldnuggets? Oh, das kann sein, ja. Da gab es gestern ein bisschen Zeug. So, na dann zeig mal her. Okay, du willst ja irgendwie was Dunkles haben, so mäßig. Ja. Bisschen grau, bisschen dunkel, damit ein bisschen Kontrast rüberkommt. Okay, wir fangen hier einmal an. Smooth Basalt. Nee, was ist das? Das ist Smooth Basalt. Polish Basalt. Achso, Polish, ja. Genau. Dann haben wir schon den ersten Twist hierbei. Wir nehmen Observer, machen sie so seitlich. Okay, ja, bei mir ist das so ein technische geil. Bei mir ist da so ein Pfeil mit drauf. Aber das kann man wegmachen. Kann man wieder wegmachen. Ja, Pfeil einfach mal wegdenken. Dann hier Klassiker Cray Concrete. Ja. Kann man so auf Masse machen. Und dann, ich bin ein sehr großer Fan geworden von Matt auch. Ja. Das fittet noch geil rein. Da kommen wir dann gleich noch zu, weil das hat noch ein extra Feature. Dann hier ein bisschen Deep Slate Bricks, um das Brick-Theme von draußen nochmal neu aufzugreifen. Ja. Und jetzt, boah, das wird jetzt auch krass. Boah. Blast Furnaces seitlich. Mhm. Seitliche Blast Furnaces finde ich halt fast schon mit am geilsten. Wenn man die, kannst du mir mal Stone Bricks neben dem Blast Furnaces zeigen? Ah, na klar, na klar, na klar. Alter, Blast Furnace, das sieht geil aus. Nee, okay, das passt nicht. Ich hätte gedacht, hier, jetzt Polished Andesit. Sieht aus wie ein Frosch. Ihr habt recht, das sieht wirklich, also Blast Furnace von der Seite sieht aus wie ein Frosch. Frag mich nicht, warum da so ein Ronaldo drauf ist. Man zieht immer wieder solche Pfeiler hoch und macht da zwischen den Wänden halt ein bisschen weiter in die Tiefe und zieht die einfach lang und es ist dunkel. Ich glaube, sowas könnte geil einfach aussehen. Das dann an den Seiten, an den Wänden? Ja, das ist als Wände einfach. Wie viel Abstand würdest du zwischen so Säulen machen? Also das Doppelte von der Säule. Also Säule, dann keine Säule, keine Säule, Säule. Säule, keine Säule, Säule. Achso, du meinst also wirklich fünf, immer nochmal einen 5er Abstand? Ich hätte so gedacht, so 8 Blöcke oder so. Oder so, man kann auch eine ungerade Zahl wieder nehmen, dass man so 7 oder 9 macht. Aber würdest du Säule, Größe der Säule auslassen und dann Säule? Also 5? Nee, ich würde ein bisschen mehr. Ich würde so 7 oder 9 machen, Platz dazwischen. Ich kann das schon mal vorbauen. Dann mache ich das schon mal mit 9er Abständen jetzt mal hier so hin. 4, 6, 7, 8, 9. Ja, dann erstmal auf allen Säulen immer einen Block, ne? Also auf allen Walls. Ja, das einmal umrandet. Aber wenn jetzt die Wände dahinter halt auch nochmal clean sind, das sieht schon geil aus, ne? Ja, ich würde es vielleicht, maybe sogar irgendwas mit Wasser noch einbauen. Ja, interessant. Ich finde, an den Wänden könnte man halt eigentlich auch ganz simpel mit Cyan Terracotta und so arbeiten.
oder halt generell so dunkelgrauen, also so grauen Concrete. Und dann macht man irgendwie sowas wie Banner oder so da dran. Checkst du? Ja, ein Banner hatte ich auch gedacht. Boah, Veto, 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 du bist so ein Boss, ne? Das sieht so geil aus. Ja, wenn jetzt noch ein geiler Hintergrund da ist. Ja, das wird richtig sick. Wir müssen es tun. Nein, hör auf, hör auf. Wir müssen es tun. Was, hör was? Auf. Wir müssen es tun, es, ein neuer Abschnitt wird bei dir beginnen. Ich muss es tun. Schau es dir an. Ach, es hat nicht sollen sein. Weißt du? Ja. Am Ende das Auge wäre fertig gewesen, ich wäre auf einmal kurzsichtig gewesen. Was bringt's mir dann, weißt du? Ja. Deswegen, das darf nicht sein, Basti. Dann willkommen im, Ja, also das Angebot doch steht doch noch, oder? Also wir sind ja schon auch da Nachbarn, oder? Wenn du im Stil, also wenn du nicht einen Stilbruch machst. Ich werde keinen Stilbruch begehen. Du darfst, Basti, wenn du möchtest, hilf mir gerne. Und wenn du Leuten dann die Base zeigst, dann sagst du aber nicht... Ich weiß, wie das dann aussehen wird. Ja, hier wohne ich da drüben. Ja, also das Loch ist halt einfach so meine Bude quasi, weißt du? Aber halt eine WG. Wieso baust du es ab? Weil ein TNT, also Bro, es würde nicht mal eine... Kettenreaktion. Ich würde dir alles einzeln abschießen. Stegi, Retalk, das ist dumm, was du machen möchtest. Aber warum? Weil das ist einfach nur willkürlich und zerstörend. Ja, aber das Problem ist, wenn ich das nicht mache... Dann schlägt in meinem Herz immer das Auge weiter und ich denke mir immer, ich könnte das Auge noch weiter bauen. Ja, kannst du doch auch noch. Nein, guck dir das Auge an. Ich habe gerade die Blöcke vorbereitet und dann ist mir aufgefallen, das geht nicht. Warum nicht? Ja, Chat hat dann geschrieben, bitte bau einfach dieses scheiß Auge nicht weiter. Ich sage, Mann, ja, ihr habt irgendwie recht, ich kann das nicht mehr. Du musst dich mal richtig ausschlafen. Na, ich bin mega ausgeschlafen. Oh, Scheiße. Das ist es. No way, danke dir. Ich muss weniger schlafen. Ich werde mit dir keine WG machen, sondern du ziehst halt mit in meine Base. Also du kannst halt einen kleinen Teil von meiner Base sozusagen bebauen. Ja, ja, nee, wenn du das Leuten erzählst, kannst du ruhig sagen, du hast einen Untermieter. Ich würde es einfach WG schmücken. Also weißt du? Ich würde einfach, also wir teilen einfach uns die Miete von der Bude hier und haben halt einfach so Hälfte-Hälfte gemacht, so. Oder? Ja, gut, ja. Hat eine WG. Komm mit, Stegi. Wir packen jetzt deine Sachen. Pack jetzt hier. Komm nach oben. Ich hab meine Sachen schon alle dabei. Nein, dann nimm jetzt alles hier nochmal mit, was du hast. Ist es wirklich, hast du alles dabei? Ich hab alle Schalker, glaube ich, ja, ja. Und die Rüstung hier? Oh, die nehme ich mit. Ja, aber die, das erinnert mich an schlechte Zeiten, das Glas, ne? Okay, dann Stegi, komm mit, dann folge mir. Lass das jetzt erstmal zurück. Wir gehen da jetzt erstmal eine Weile nicht hin. Komm. Okay, okay, okay. Moment mal, stehen bleiben. Jo. Du hast das Drachenei geklaut. Ich kann dich doch nicht hier einziehen lassen. Na, ich hab's aber auch wieder zurückgeholt. Bro, du hast einfach mein Ei geklaut. Das wichtigste und wertvollste Item und jetzt lass ich dich hier ja, einziehen. Um das geht gar nicht eigentlich. Nein. Um zu zeigen, dass es nicht sicher genug ist, um dann zu sagen, hey, lass uns mal ein besseres Sicherheitsmechanismus machen. Hä, eigentlich, das ist übertrieben. Das ist, also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es voll nach hinten losgeht, weil du eigentlich im Herzen voll der Edgarianer bist, mich eigentlich fallen lassen möchtest und eigentlich, also voll, wenn ich nicht auf dem Server bin, voll gemein bist zu mir. Was? Was? Nein. Nein, ich bin kein Fähnchen im Wind. Oh, doch. Also. Nein. Okay, dann zeig mir, dein Aim. Wie gut kannst du diese Slimes treffen von hier? Ich sehe noch nicht mal. Achso, da. In die Stirn war das. Das sind keine echten. Ja. Dann gehe ich einmal jetzt auf mein Stockwerk, ne? Ja. Stegi, das einzige Problem, was wir jetzt aktuell haben, ist, ich habe ja relativ hohe Unterhaltskosten hier. Ja? Das stimmt gar nicht, der heizt nicht mal. Doch, ich habe jetzt einen kleinen Elektroheizer. ich müsste halt... Also schon eine Miete verlangen jeden Tag. Oh. Ich habe heute erst wieder eingekauft im Schalker Shop. Ja, du schuldest mir auch noch welche. Ja, ich glaube jetzt fast nicht mehr. Ich glaube, ich habe heute 28 Dias da gelassen mal wieder. Hab nicht mehr viele. Ja, Chef, das hier, du bist doch der Einzige, der immer in den falschen Kisten die Dias reinlegt. Echt? Ja, es gibt eine Kasse. Da lag aber schon, ich glaube, bei mir lagen aber schon Dias da drin, ne? Ich habe nur dazu gelegt. So, Stegi, du kannst hier... Dein Ding machen. Ganz kurz, nicht unterbrechen, sorry, ich wollte mich verabschieden. Wir sehen uns Mini, morgen Goldfarm, auf. Ja? Ringhauen. Morgen, ja, wahrscheinlich schon, ja. Perfekt. Mach's gut. Ciao, ciao. Also, pass auf. Hier war eigentlich der Plan, halt einen, eine Nebelwand oder irgendwie nochmal Portal zu machen. Oder du kannst rein dahinter halt machen, was du willst, weil vielleicht decken wir das dann einfach zu, dass man das nicht mal sieht. Aber hier kannst du dich austoben in diese Richtung. Ja. Das gehört dir. Okay.
Ich werde es nicht an die Wand fahren. Gut. Das kriege ich hin. Die Schalker, die gehören mir, ne? Also. Ist es nicht Teil der Miete? Und damit geht eine weitere Folge Craft Attack 11 zu Ende. Ich bin jetzt echt ganz schön müde. Und unsere Schatzkammer, es sieht jetzt erstmal noch ein bisschen merkwürdig aus. Ihr müsst euch halt vorstellen, hier diese, also es ist jetzt gerade noch zu bunt durch den Cleanstone, durch Deep Slate und allem drum und dran. Aber wenn jetzt das Ganze nochmal schön aufgefüllt wird, dann wird hier zwischen nochmal mit guten Wänden verkleidet. Hier geht es noch weiter in die Tiefe. Also hier kommt auf jeden Fall noch eine Säule und noch eine Säule. Und hier wird dann alles voll sein mit Gold und Diamantblöcken. Das wird auf jeden Fall sehr gut aussehen. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Lasst unbedingt einen Like da, das würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao, ciao, ciao.